Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und ihr merkt schon, ich bin an einem Profil und zwar bei Jäger, weil ich eigentlich beim Warlock schon richtig weit bin. Und heute wollen wir nämlich noch nicht die Kampagne starten, die Europa-Kampagne jenseits des Lichts, sondern wir wollen was anderes machen. Warte mal, muss ich erstmal finden, Helm. Müssen wir, glaube ich, hingehen. Genau. Also ich glaube, das war hier und dann. Ja, kommt erstmal mit. Also ich verrate es gleich, wenn ich es gefunden habe. So, hier müsste jetzt, glaube ich, drinnen nämlich das sein, was ich wollte. Hallo? Ich will mit dir interagieren. Jetzt. Gut, genau. Hier. Ich sag's nochmal komplett. Es geht ja um die Season 23, Saison der Wunsch. Und, ihr geht einfach hier auf dem, wie nennt man das? Die Träume der Stadt, genau. Und dann ist hier so ein Button, da könnt ihr irgendeine Quest spielen. Das ist, glaube ich, die Anfangsquest von der Saison. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, könnt ihr hier zu Mara Soft gehen und euch diese ganzen Quests euch holen. Und wenn ihr zum Beispiel einer von diesen Quests, diese Quests sind super einfach, aber wenn ihr einer von diesen Quests euch erspielt habt und dann fertig gemacht habt, könnt ihr hier nämlich die Waffen und euch holen. Und ihr seht schon, das sind die Waffen aus dem Raid, aus dem Forsaken Raid. Ihr könnt auch hier noch ein paar legendäre Rüstungen und genauso wie hier solche Prämien euch noch holen. Zum Beispiel Akzidenten-Bruchstücke sind sehr empfehlenswert. Oder halt auch hier die Exos, die sehr, sehr gut sind. Also hoffe ich mal. Ich bin jetzt nicht da so der Experte. Aber auf jeden Fall wollen wir heute nämlich angucken, was ihr denn in diese Quests machen müsst. Und damit ihr seht, wie geil diese Waffen sind. So, es gibt einmal, schließe jede Begegnung des Dungeons Prophezeiung ab. Oh, das ist egal, also das ist wahrscheinlich für euch nicht so relevant, weil das ist jetzt der Dungeon, den ihr kostenlos machen könnt. Dann einmal hier haben wir, ich glaube, irgendwelche Bosse in Träumen der Stadt machen. Ja, steht hier auch in einem bestimmten Gebiet. Das ist eigentlich recht einfach. Dann hier Akzidententruhen öffnen, einfach irgendwo in auch wieder irgendwo in der träumenden Stadt. Wahrscheinlich in bestimmten Orten sind da die meisten. Und dann haben wir hier noch einen verlorenen Sektor. Aber mir werden jetzt nicht die Quests angezeigt, die ich schon gemacht habe. Und zwar gab es da ja noch Quests wie machen Quell die dritte Stufe im blinden Quell. Und was weiß ich, mache öffentliche Events in Dingens, hier in Träumer Stadt. Das wird jetzt mir nicht angezeigt, das ist irgendwie komisch. Also eigentlich gibt es da so eine Quest, aber vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass ich die schon auf einem anderen Account gemacht habe. Ja, finde ich jetzt blöd, dass die jetzt nicht angezeigt wird. Warum ich die jetzt nicht zweimal machen kann, ist jetzt schade. Aber ganz einfach, so eine Quest ist halt, ihr macht Blinder Quell auf Stufe 3 und das irgendwie 4-5 Mal. Dann macht ihr 3 öffentliche Events. Das hier am Ufer ist super einfach, schafft ihr in eine Stunde oder vielleicht schneller. Wir machen trotzdem jetzt eine, damit wir uns das mal gemacht haben. Ich mach das hier. Siege Kämpfer in verlorenen Sektoren. Oh, legendär oder Großmeister. Bonus auf Fortschritte wird in der träumenden Stadt gewährt. Das Ding ist, wir haben doch hier keine. Ach, ich bin jetzt falsch gegangen. Wir haben doch hier keine besonderen. Verlorene Sektor. Das ist ja jetzt blöd. Egal, machen wir jetzt eine blinde Quelle. Ich schneide einfach rein,
eine der Waffen. Ich werde die dann hier so jums swipen. Was war das für ein Deutsch oder Englisch? Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. Auf jeden Fall werde ich euch die dann zeigen. Gut, dann bis gleich. Gut, hier sind wir. Und Alter, ist das laut. So. Ja, man muss ja ganz kurz ein bisschen leiser stehen. Okay, ich hab noch die Waffe aus der einen Season, aus der Season 17. Muss mich auch jetzt erstmal gewöhnen. Mein Jäger ist voll schwach im Gegensatz zu dem Warlock, den wir ja spielen. Aber macht er nichts. Das macht er nichts. Ich bin eigentlich Jäger Main. Aber trotzdem habe ich da noch nicht viel gelevelt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade einfach viel mit dem Warlock gespielt habe. Jetzt will ich halt auch nochmal die Titan-Klasse noch leveln. Okay, also Blinderquell geht ja ganz einfach. Ihr müsst diese Zones einnehmen. Einfach Gegner besiegen. Und ihr müsst natürlich aufpassen, bleibt am besten in diesem Kreis. Also es gibt halt auch noch spezielle Gegner, die dann so Kugeln droppen. Und dann könnt ihr in dem Strahlenbereich, nenne ich ihn mal, ein bisschen länger überleben. Weil wenn ich jetzt hier stehe, seht ihr, ich verliere Schaden. Ist natürlich nicht so geil. Aber das wisst ihr. Ist nicht empfehlenswert. Oh, diese Waffe, ich liebe sie. So, zack, 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 zack. Zack. Wir machen einfach hier ein bisschen was auf der träumenden Stadt. Und danach könnt ihr gerne mal die Waffe angucken, die ich euch gleich da mal zeige. Genau, jetzt habe ich so eine Kugel hier eingesammelt und jetzt überlebe ich auch hier in dem bösen Bereich, in dem Strahlungsbereich. Wer greift mich denn die ganze Zeit an, als ob mich dieser Ober da oben die ganze Zeit anvisiert hat? Böser, böser Oger. Dann machen wir das hier und dann ist er weg. Also Destiny 2 ist gerade irgendwie mein Main-Game gerade, weil es macht einfach übelst Bock hier zu leveln. Vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade einfach, ja, was zum Spielen gibt's. Zum Motivieren. Das, was ich jetzt bei anderen Spielen jetzt nicht so krass habe. Außer bei Formel 1. Oh, da habe ich... Da habe ich meine Exokraft geschafft. Okay, danke für die Sphären. Einfach blind rumgeschossen. Oh, das Heilriff, das hilft natürlich super. Ah, danke für die Kugeln. Diese Kugeln sind so stark. Die halten auch irgendwie so 7 Sekunden. Also jetzt halten die 7 Sekunden wahrscheinlich insgesamt ein bisschen mehr. So, und gleich können wir hier rein. Na komm. Ah. Okay, hat geklappt. Wahrscheinlich wird das nach der Season, wird die träumende Stadt, glaube ich, auch nicht mehr existieren. So wie die das hier wieder machen. Ich habe wirklich Angst, dass sie danach auch weg ist. Ich war ja auch ziemlich enttäuschend, wo die Würbucht nicht mehr existierte und daher auch Spider nicht mehr da war, der echt geile Sachen verkauft hat. Konntest du ja auch legendäre Bruststücke dir kaufen. Und jetzt kannst du die erst mit diesen legendären Stäben da kaufen. Ich weiß nicht, wie heißen die?
Verbesserungsprisma. Genau. Oder du verdienst hier wieder natürlich. Aber diese Waffe ist so ein Laser. Im PvP ist die halt auch super gut. Au. Au, 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 au. So. Jetzt zur Endphase. Hier sollen wir einfach Bosse töten. Ich glaube, jetzt kommen 4 Bosse. Genau. Nee, jetzt kommt hier einer. Aber man kann hier in die Mitte gehen. Und, also nach dem Boss kann man dann in die Mitte gehen und dann halt den Quell ein bisschen verbessern. Also in eine höhere Stufe bringen. So. Schön alles in die Fresse mit dir. Oh, wie schnell der Tod ging. Genau, das war Stufe 1. Jetzt könnten wir nochmal machen. Und zwar das in Stufe 3. Ja, jetzt noch nicht. Warte, erstmal gönnen wir uns hier die Belohnungen. Na komm. Was ist das für ein Revolver? 1760, jawohl. Nehmen wir was mit 1760. Ach, Digga, ich habe keinen. Ja, muss ich dann später in den Turm gehen und dann mal. Und dann mal da eins kaufen. So, hallo? Hallo? Ich würde gerne bitte Stufe 3 machen. Ah, jetzt. Nee. Da, ja, Stufe 3. So, haben wir jetzt Stufe 3? Das gibt richtig ja. Ärger. Gut, Stufe 3 ist natürlich ein bisschen härter, ist ja klar. Und am Ende kommen, glaube ich, 3 oder 4 Bosse. Oh, die Mucke. Ich nehme Dürresammler. Ich glaube, ich nehme aber lieber den Granatwerfer. Der ist mir ein bisschen lieber. Hey, tötet man nicht so schnell. Ja, und ihr seht da schon das Schwertsymbol. Das bedeutet, dass die Gegner über mein Level sind. Aber das schadet ja nicht. Gibt schön viel XP. Digga, ich brauch so lange zum Nachladen. Was ist denn das? Hä? Versuch es nicht. Ob ich denn dieses Scout-Gewehr. Nicht Scout-Gewehr. Wo ich dieses. Wie nennt man das? Das. Burst-Gewehr. Ob ich das. Hin? Hä? Wie habe ich das bekommen? Das ist meine Frage, ja. Ich glaube aber, ich habe keinen Bock auf dieses Burst-Gewehr. Nimm mal Trichternetz. Das ist ein bisschen cooler. So. Hat aber auch schon wieder so ein Patch bekommen, wo ich mir dachte, warum verbessern die das nicht, sondern verschlechtern die das. Macht so gar keinen Sinn. Aber egal, man kann halt nicht viel ändern. So, gib mir mal ein bisschen was von deinem Stoff. Gut. Das ist Schrott. Leute, helf mir mal. Bin zu schlecht dafür. Dankeschön. Gut. Au, 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 au. Schnell wieder rein. Bisschen nachladen. Hey, wir haben ihn jetzt selbst getroffen. Okay, Spiel. Ja, ich habe ein bisschen nach unten gehalten, aber nicht so krass. Macht so wenig Schaden, das wird echt schade.
Ja, komm her. So. Wo müssen wir jetzt hin? Dort hinter. Ah, so schnell bin ich nicht. Und ich bin tot. Mit Ansage. Oh, danke, Bro. Selfie. Oh. Ein Böser hinter mir. Au, au. Hallo, Leute, da stehen Gegner und ihr schießt halt einfach nicht. Ist auch schön. Ist echt schön. Ja. Gut. Verschwinde mal. Was? Ach, Digga, ich bin so schlecht. Nein, ich bin recht gut, oder? Oder würdet ihr mich als guter Destiny 2 Spieler nennen? Also, ich bin jetzt nicht der krasseste. Ist ja klar, sonst würde ich jetzt jeden Dungeon ultra krass meistern. Aber so casual-mäßig bin ich schon recht gut. So. Ja, warum habe ich gerade zwei Finisher, zwei unterschiedliche Finisher gemacht? Au, 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 au. Gut, die nächste Zone. Mir noch ein bisschen Energie. Wieso ist die jetzt wieder dort hinten? Digga, er holt hier die ganzen Fähren. Ich habe einfach alles getroffen. Und so gut. Fetter Oger. Schöne Mann. Ey, Digga, wie schnell hab ich gerade meine Ulti? Diese Kugeln, die sind so krass. Oh, oh, oh. Boah. Ach, stimmt, ich habe ja meine Rolle. Das vergesse ich immer wieder. Das ist eine Maschine. Wenn du einmal so richtig im Flow bist mit der Waffe, bist du unaufhaltsam. Und ich bin wieder tot. Ja, danke, Bro. Der ist echt ein Ehrenmann. Komm, dafür heile ich dich. Ab zum Bosskampf. Oder gleich mehrere Bosskämpfe. Also müsste sein, genau. Drei jetzt hier. Au, 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 au. Und gib mir mal dein Ding ins... Ja, was soll ich denn machen? Okay, hier sterben, okay. Die sind auch echt die beschissensten Gegner. Könnt ihr jetzt mal die Schilde wegballern, bitte?
Jawohl, danke. So, schön auf ihn jetzt. Auf ihn rein. Los, wegballern. Schnell. Au, 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 au. Und jetzt. Bam, 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 bam. Und nochmal so eine Kugel. Ich schieß von ganz hinten. Okay, hab nicht getroffen. Er ist tot. Nice. Wie verzweifelt ich gerade geredet habe. So, jetzt auf den. So, jetzt. Bam! Und bam! Und bam, bam, bam! Schön, alle Raketen drauf. Jawohl. Damit ist ja Geschichte. So, nur noch einer. Der Schlinge ist da oben. Erstmal müssen wir ihn hier platt machen. Ich wollte nicht Nahkampf machen, ich wollte diesen Messerwurf machen. Ey, das ist so nervig. Ich will Messerwurf machen und er macht Nahkampf. Ah, ich liebe es. So, jetzt stirbt er. Kommt, Leute! Alles rauf auf ihn! Zerstört ihn! Vernichtet seine Seele! Ich hab Ult nochmal! Jawohl! Nice! Ich messe viele Energieschwankungen. Was sollen mit den Energieschwankungen sein? Wieso kriegen wir jetzt keine Belohnungen? Hallo? Achso, weil wir noch so eine Kugel reinmachen müssen. Um das heroische Event zu machen. Das bedeutet jetzt nochmal zwei von denen hier ausschalten. Da machen wir ja gleich nochmal die heroische Variante. Ach, nochmal dreimal mehr Spaß. Den nochmal auf die Mütze zu hauen. Ja, geil. Und mal sterben. Sterben macht Spaß. Leute, Schilde wegballern, bitte. Genau, so muss es sein. Bruder, was hat er gemacht? Geht auch komplett rein. Jetzt ist er wieder voll mit seinen Schilden. Was hat mich jetzt... Hä? Wie random der jetzt mich gekillt hat. Und wieder seine Schilde hat er. Jetzt hier wieder auf ihn rauf. Zack. Ich war doch unter der Brücke. Willst du mich verarschen? Ah, Mann. Gut, jetzt... Komm, mach die Schilde weg. Jawohl. Jetzt ist er gleich down. Also, langsam verstehe ich diese Teile nicht mehr. Oh Leute, jetzt alle auf den letzten hier. Nur noch eine Minute. Aber das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. Ah, der Maumeister. Ja, krasser Themawechsel. Los, Vernichtung! Jawohl! Aua, geil, nochmal am Ende gestorben. Und da haben wir sogar so ein Wunsch-Engramm bekommen. Also,
einem Gramm von der Season. Boah. Oh, das schmeckt natürlich. 61, 60, 60. Ja, die beiden gönne ich mir natürlich. Was ist das hier? 60. Noch besser, da will ich meine Pistole leveln. Gut, dann gehen wir einfach mal zum Turm und gucken mal, was wir alles mit den Sachen machen können. Also, bis gleich. Dass die Dunkelheit zurückkehrt. Naja, die Dunkelheit. Fresse! Alright, so, wir sind jetzt hier auf dem Turm. Ich wollte jetzt nochmal das Teil hier öffnen. Hä? Wo? Ach, das kann ich nur im Helmet dann öffnen. Ja, nee, was ich euch ja zeigen wollte, waren die Waffen. 3, 2, 1, da ist sie. Nation der Bestien. Ja, das ist eine der Raid-Waffen, die ich von den Herausforderungen jetzt freigeschaltet habe. Gut, habt ihr jetzt die auch mal gesehen? Und ihr wisst ja jetzt, wie man die freischaltet. Gut, können wir den wieder zurückpacken zu unserem Warlock. Du auch, Maria. Okay. Oder ist das in Garm hier drin? Willkommen zurück. Nee. Aber 62, das gönnt man sich doch. Gut, Leute. Aber dann würde ich jetzt hier erstmal den Part beenden. Ne? In der nächsten Folge werden wir dann richtig reinstarten in Jenseits des Lichts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.